Retro Gaming. Nintendo Time. GameCube and Game Boy Advance SP. Dominion. Nintendo Time. Enjoy my channel and have a fun. Ein ganz herzliches Hallo und willkommen, liebe Retro-Gaming-Fans, zu einer neuen Folge Zock mal wieder mit Tomaniac. Heute schaue ich mir Crazy Frog Racer für den Game Boy Advance an und ich zocke das Ganze über den Game Boy Player am GameCube, über den AV2 HDMI-Wandler und einfach um auch mal zu gucken, wie funktioniert der Wandler hier mit dem GameCube. Und ich muss sagen, ja, das Bild sieht doch schon mal ziemlich gut aus. Ich spiele das Game jetzt zum ersten Mal und ich guck mal, was uns hier erwartet. Okay, die Sprachen kann man wählen. Jo, nehmen wir das mal. Und Crazy Frog, der ein oder andere kennt das vielleicht noch, damals aus der Handy-Klingelton-Werbung. Und da kommt das Vieh her. Und da gab es, glaube ich, auch mal irgendwie einen Song mit dem Vieh und irgendwie Videoclip. Und es war irgendwie voll angesagt damals. Jo, ich würde sagen, ich starte einfach mal, gucken, was uns hier erwartet. Also ich muss sagen, das Bild sieht jetzt hier, was ich so sehe, gestochen scharf aus, auch mit dem HDMI-Wandler. Keine Ahnung, wie nachher jetzt das aufgenommen wirkt, weil ich hab noch kein Capture-Device. Aber ich spiele schon mit dem Gedanken jetzt, wo ich sehe, dass ich da ja HDMI-Out habe letztendlich aus der Box, mir vielleicht irgendwann sowas wie eine Avermedia oder sowas zu holen und die dann zwischen den Wandler und dem Fernseher zu klemmen, weil da brauchst du nämlich keinen PC für die Aufnahme. Und bisher filme ich das Ganze ja immer ab, und was meiner Meinung nach auch ganz gut funktioniert. Aber eben, das ist eine Option, die halte ich mir mal offen. Tournament, Checkpoint Rally. Ja, wir gucken uns mal das obere zumindest an. Ja, ich nehme mal die Klasse da. So wie es aussieht, haben wir mal wieder Fahrzeuge mit unterschiedlichen Eigenschaften. Max-Geschwindigkeit, Kurvenlage. Das ist ja Mafia-Henne. Ja, Power. Ah komm, wir nehmen, was gibt's noch? Punk-Girl. Aha, das sieht doch alles gar nicht schlecht aus. Komm, ich nehme einfach mal das Punk-Girl. Und ich nehme auch einfach mal die erste Strecke, die da vorgegeben ist. Okay, ich starte in der Pole Position. So wie es aussieht, gebe ich hier jetzt mit A Gas. Meine Güte, das ist aber langsam. Mal gucken, was man hier noch kann. Denn man hat ja auf dem GBA hat man ja die Schultertasten und dann noch A und B. Jetzt wollen wir mal gucken, was man hier noch so machen kann. Okay, habe ich die falsche Taste gedrückt, Z. Damit komme ich ins Gameboy-Player-Menü. Die Schultertasten bewirken jetzt hier erstmal nichts. Was ist, wenn ich hier auf B bremsen? Und irgendwie kann ich hier auch noch ein Power-Up verschießen. Aber da habe ich gerade noch nicht raus. Oh, ich bin doch irgendwie mega lahm. Sieht aus wie mit der rechten Schultertaste. Ja, wollen wir mal gucken, ob das wirklich der Fall ist, wenn ich die jetzt nochmal drücke. Tatsächlich. Also mit der rechten Schultertaste aktiviere ich mein Extra. Aber sowas wie mehr Speed gibt es hier nicht. Aber das ist ja zum Einschlafen langsam. Das kann aber jetzt nicht euer Ernst sein, oder? Oh Gott, in was bin ich denn da reingefahren? Was ist denn das hier jetzt? Ich habe jetzt was aktiviert. Aber was soll das sein? Gibt es hier keinen Nitro-Turbo-Gang? Das ist ja mega. Ich kann hier das Nagelbrett gleich vielleicht mal in der Ziel erreicht. Ich bin im Ziel, aber wahrscheinlich nicht als Erster. 5 von 8. Okay. Strecke normal versuchen. Du musst mindestens den vierten Platz erreichen. Ja komm, probieren wir das nochmal. Ich muss ja jetzt erstmal rausfinden, was und wie. Ja, also es gibt hier tatsächlich sowas wie ein Turbo, gibt es hier nicht. Oh Gott.
das ist wirklich so lahm. Das heißt, die einzige Chance, wie man hier wahrscheinlich irgendwie vorankommt, ist, so eine Kiste da zu überfahren und zu hoffen, dass was drin ist, was einen beschleunigt. Weil sonst ist ja ein Megafilm-Eimer. Okay, damit habe ich jetzt jemanden weggebratzt. Ja, das könnte dann so Turbo sein, oder? Nee, das sind die Dinger, okay. Nix Turbo. Rasierklingen. Nur was nützen die mir, wenn ich keinen Gegner in Sichtweite habe? Die fahren mir ja alle davon. Na, das ist ja toll. Legen wir hier mal das Nagelbrett in die Kurve, damit ich wahrscheinlich gleich als einziger selbst drüber fahre. Ich kenne mich doch. Oh Gott. Also ich sag mal, in den Videos, wo Crazy Frog raced, da ist der aber viel schneller. Das ist ja zum Einschlafen. Zumindest funktioniert die Steuerung auch hier direkt. Ich habe keinen Input-Lag. Schön ist noch, dass das Bild mindestens auf 720p hochskaliert wird. So dass die Game-Capture-Karte das auch, falls ich denn mal eine habe, das Signal auch auffangen und verwerten kann. Denn es gibt Capture-Cards, ja, das war jetzt mal voll für den Arsch. Ja, leck mich doch. Nein, will ich nicht nochmal probieren. Was für ein Schwachsinn, ey. Ja, okay. Ich probiere jetzt mal was. Mal gucken, was es hier noch gibt. Checkpoint Rally. Nehmen wir mal hier 100cc. Vielleicht ist das ja schneller. Das andere war irgendwie so Babyklasse oder was. Crazy Frog. Toro. Nehmen wir mal, gucken, was es hier noch gibt, von denen, die ich noch nicht gesehen habe. Mafia Hen. Max Geschwindigkeit. Ich will was Schnelles. Punk Girl. Wobei, die war ja eigentlich schon schnell. Rasta Dog. Komm, wir nehmen Rasta Dog. Was gibt's noch für eine Strecke? Nehmen wir mal die. Dass man vielleicht mal was anderes noch zu sehen kriegt. Ich hoffe, das ist jetzt ein bisschen schneller irgendwie. Hm. Kann schon sein. Wieso bin ich hier allein auf der Strecke? Okay, das ist ja... Dann nützen mir doch die Extras überhaupt nichts. Was ist das? Okay, ach, da muss man diese Punkte einsammeln. Mhm. Im Moment ist das jetzt, haut mich das nicht so vom Hocker. Dieser Modus zumindest. Habe ich da mehr Grip mit den Reifen? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ist die Kurvenlage da besser? Hm. Not really. Ich bin so froh, dass der GameCube funzt. Das ist schon mal was wert. Ja, die Bildqualität, die ist allerdings jetzt wirklich ziemlich gut. Oh, ich bin plötzlich schneller. Habe ich da was eingesammelt, was mich ein bisschen beschleunigt wenigstens? Boah, ey, Kurvenlage für den Arsch. Oh mein Gott. Oh Mann. Crazy Dog fährt crazy langsam. Wie oft muss man das jetzt? Letzte Runde. Aber ich glaube, dann habe ich von diesem Modus auch genug gesehen. Der ist jetzt eher uninteressant. Um was geht's da? Möglichst schnell durchzukommen? Dann stelle ich mich nicht gut an. War's das? Bin ich erlöst? Oh, Ziel erreicht. Gut. Fast die Strecke in der vorgegebenen Zeit geschafft. Oh weia, was für Geräusche. The annoying thing. Ja, jetzt wirklich annoying. Dann gucken wir uns mal Checkpoint Madness an. Dann nehmen wir mal hier die dickste Klasse. Und wir nehmen mal den Game-namensgebenden Hauptdarsteller, Crazy Frog. Ribbit. Okay, nehmen wir mal die Strecke da. Sieht alle nicht so besonders abwechslungsreich aus. Fahre ich jetzt wieder alleine? Nee, ich fahre in der Truppe. Hm, hm, miep, miep. Okay, geschwindigkeitsmäßig scheint das jetzt tatsächlich das Schnellste zu sein. Kann ich hier mal extra mal verwerten? Wow, Turbo, wow, wow. Jetzt kommt da tatsächlich mal ein bisschen Geschwindigkeitsgefühl auf. Was habe ich denn da jetzt? Sieht aus wie ein Gewehr. Und noch führe ich das Feld an. Ah, ein Nagelbrett. Kann man vielleicht in der nächsten Kurve platzieren. So. Also mit der rechten Schultertaste platziert man seine Extrawaffe. Nö, Sackgesicht!
wenn man was überfährt. Oh, tolle Mine, danke. So, ich knall dich weg und das Brett direkt. Oh, scheiße, Checkpoint verpasst. Das war bestimmt ein Fehler, ein fataler. Wenn ich diesen dummen Checkpoint nicht erwischt habe. Ziel erreicht. Und? Du hast die Strecke in der vorgegebenen Zeit geschafft. Jawohl. Weiter. Okay. Das war's schon. Gut. Dann gucken wir mal Last Man Standing. Wahrscheinlich ist das dann so, dass, so kennt man es normalerweise von Racern, immer der Letzte aus der Runde fliegt raus, bis nur noch einer übrig ist. Schauen wir uns auch das mal an. Und nehmen wieder eine andere Strecke. Ach du Scheiße. Okay, was gibt's noch? Da sind wirklich ein paar haarige Kurven drin, ne? Okay. Okay, bleiben wir hierbei. Sonst dauert das nachher vielleicht noch zu lange. Weil ich habe jetzt, glaube ich, nicht vor, euch da stundenlang zu kredenzen. Ihr seht mal die Modi und was man da so machen muss. Und ja, ich finde es jetzt nicht so spektakulär, muss ich sagen. Aber was mich jetzt mehr begeistert, ist, wie gut die Bildqualität jetzt mit dem Wandler ist. Was halt hier ist, der macht mir das Bild dann immer, wenn ich den Wand da dran habe, zumindest an diesem Fernseher, immer auf 16:9. Egal, was ich für einen Modus einstelle, auch wenn ich versuche 4:3 zu erzwingen, da hört er nicht drauf. Das könnte bei einem anderen Fernseher anders sein, dass sich das HDMI-Eingangssignal auch auf 4:3 oder so machen lässt. Schon alleine später mal, wenn ich hier irgendwie noch so die DVDs von damals gucke, so A-Team und sowas, die sind ja alle in 4:3 produziert. Und wenn man so solche Filme dann in 16:9 guckt, dann sieht es halt schon scheiße aus. Es gibt halt, bei den Games stört mich das persönlich jetzt nicht unbedingt so. Bei einem Film wird es mich eben mehr stören. Ich sehe schon, ich bin der Last Man und not standing, weil ich hier wieder mich zu wenig konzentriere aufs Game. Ja. Who cares? Ihr habt das dann mal gesehen. Grafisch, naja. Naja. Oh, naja, jetzt habe ich die Knarre. Ich habe den Schuss noch, okay. Ich weiß nicht, wie viel Schuss man mit dem Ding hat. Aber da ich ja keinen vor mir habe, was ist das, eine Mine? Die können wir schön in die Kurve legen da. Viel Spaß dann. Ja, irgendjemand ist wohl auch drüber gefahren, wie ich am Knall hören konnte. Boah. Aber das ist ja doch... also schnell geht anders. Crazy Frog, du bist eher lahm. Scheiße. Jetzt wollte ich eigentlich das Nagelbrett-Dings nehmen. In dem Moment habe ich das andere Teil da gekriegt. Sowas wie eine momentane Platzierung gibt es ja nicht. Und was ich da jetzt eingesammelt habe, keine Ahnung. Was ist das? Eis? Wasser? Sieht ja nicht wie Wasser aus, es sieht aus wie zerbrochenes Glas. Ja, okay, das ist dann doch irgendwie Eis oder so, man rutscht auf jeden Fall weg. Und was ist denn das? Kann ich das gleich mal irgendwie zum zum Einsatz bringen und mal testen. Ah, legen wir halt überall ein paar Minen aus vor den Kurven. Oh, anscheinend hat es auch jemand erwischt. Ja, im gezielt am Päckchen vorbeifahren bin ich Weltmeister. Das scheppert aber öfter da hinter mir, höre ich gerade. Boxhandschuh oder was ist das? Ah, und bevor ich testen konnte, was es ist, habe ich das nächste schon eingesammelt und versemmelt. Ein weit gestreutes Feld und man weiß bis heute nicht, wer, wo, wie und noch stands. Who is the last man? Ist der Modus, der momentan am längsten dauert. Ist das so? Ja, aber wenn ich es noch vor der Kiste den Turbo eingesammelt und jetzt hier ordentlich Grip und nützt mir nichts. Ach Gott, da fahre ich über das Nagelbrett. Mann, oh Mann, wie dämlich. Crazy, crazy shit.
Ja, ich habe mir damals gedacht, wenn alle Stricke reißen, dann würde ich das vom GBA abfilmen. Ich habe ja den GBA SP. Aber das kannst du tagsüber nicht machen. Das habe ich mal getestet. Da spiegelt sich jeder Scheiß im Display, also auch die Kamera und so weiter. Das kann ich nur machen, wenn der Raum abgedunkelt ist. Und jetzt stelle ich ja fest, dass ich das gar nicht muss. Aber der GBA ist natürlich traumhaft für unterwegs. Ich ertappe mich immer öfter dabei, dass ich den jetzt wirklich immer dabei habe. Alleine schon, um auch mal so das ein oder andere Game auszutesten. Och, das ist ein Schild. Und mich da ein bisschen reinzufuchsen, bevor ich da dann ein Video mache, um euch das zu kredenzen. Aber von dem hier habe ich noch kein Video gemacht. Das tue ich ja jetzt gerade aktuell. Aha, das heißt, wenn man das eine aktiviert, verschwindet automatisch das andere, was man gerade aktiviert hat. Also nicht nur, dass die Extras austauschbar dann sind in dem Moment, also wenn ich jetzt über was anderes fahre, dann ist die Eispfütze halt weg, sondern auch das gerade Aktive verschwindet dann so. Ich habe im Moment keinen Plan, was hier noch passiert. Im Moment finde ich das ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Da fehlt mir so die Action. Ich habe keinen Gegner vor mir, dem ich irgendwo was reinwürgen kann. Hinter mir ist auch gerade eine relativ große Lücke, wie ich da unten auf der Karte sehe. Ich sehe nur oben links da unter Lab einen Balken, der immer kleiner wird. Aber jetzt, welche Funktion das da genau haben soll, ist keine Ahnung. Nehmen wir mal wieder ein Minchen aus und ein Brettchen und... ja, gleich in der nächsten Kurve wieder gerne eine Mine. So, amüsiert euch damit. Oh, hat doch gerade einer gefressen. Aber irgendeiner ist außerhalb des Feldes gelandet bei der Aktion. So. Ach, das war das. Ach, ich verwechsel das immer mit dem Turbo. Der nicht so turbogeil ist. Meine Güte, wie lange geht denn das hier noch? Also ich zock noch, bis das hier vorbei ist und das war's dann aber auch. Ich glaube, ihr habt auf jeden Fall jeden Modus dann mal gesehen. Könnt euch selber ein Bild davon machen. Ich mag ja Racing-Games, auch wenn ich nicht wirklich immer gut da drin bin. Zumal auch gar nicht bei den Games, die ich zum ersten Mal spiele, so wie das da hier. Was ich dann auch erstmal reinfuchsen muss. Das Bild ist erste Sahne, ich bin begeistert. Ich hoffe, das kommt nachher abgefilmt auch so gut rüber. Also das ist eher eine Beschleunigungsgeschichte, ja. Jetzt überhole ich vielleicht gleich mal jemanden. Na, vielleicht aber auch nicht. Ich habe auch keinen Schimmer, in welcher Position ich gerade bin. Naja, sobald man das eine aktiviert, verschwindet das andere. Man kann also anscheinend keine Effekte miteinander kombinieren. Oder doch? Erzähle ich gerade Kappes? Schild war noch aktiv. Ah, habe ich wohl zweimal das gleiche jetzt eingesammelt hier. Sonst wäre das verschwunden. Nun, das war äußerst hilfreich. Nicht. Ich würde lieber was einsammeln, was mir irgendwie ein Turbo oder so gibt in dem Moment. Ja, also an GBA-Games habe ich jetzt mittlerweile so um die 20 Stück. Ich habe eben nicht nur auf der Retro-Börse zugeschlagen in Eindhoven, sondern auch neulich auf dem Trödel habe ich eine Handvoll mitgenommen, sodass ich jetzt so um die 20, 21 Games habe. Die kommen alle nach und nach mal dran und mal gucken, was ich so zwischendrin noch so alles ergattere. Die sind ja schön handlich und klein und nehmen nicht so viel Platz weg. Da kann man ordentlich von horten. Und alles, was mir nicht gefällt, landet dann auf meiner To-Weg-Geb-Liste. Sei es, ich mache da mal irgendwie einen Bundle und stelle das irgendwo ins Netz zum Verkaufen. Oder ich werde das irgendwo mal zum Tausch anbieten. Also das ist jetzt, denke ich, eher eins zum Tauschen oder Verkaufen. Das ist jetzt, finde ich, jetzt nicht so interessant.
Aber wenn irgendjemand von euch meint, das müsste er unbedingt in seiner Sammlung haben, schreibt mir das mal in die Kommentare. Vielleicht können wir da ja einen Deal machen. Oh. Tausche Crap gegen Crap. Ich mache ja auch gerne mal so ein Zock mal besser nicht Video. Wenn ihr da irgendwas habt, wo ihr das Gefühl habt, jo, da kann der Tomaniac mal, hat er mal was für seine Zock das mal besser nicht Rubrik. Immer her damit. Weil das finde ich dann doch, boah, du wurdest besiegt. Ja, endlich ist es vorbei. Nochmal versuchen, leck mich doch am Arsch. So, okay. Das war der Crazy Frog Racer für den Game Boy Advance. Und ich lasse mal hier die Credits laufen. Und ja, also nicht unbedingt was, was ich jetzt wirklich behalten müsste, zwingend um jeden Preis. Ja, es ist spielbar, sagen wir es mal so, aber ich finde es ein bisschen öde. Ja, was meint ihr zu dem Video? Schreibt es mir mal in die Kommentare, ob ihr das auch habt, ob ihr das gesuchtet habt oder nicht, oder ob ihr auch der Meinung seid, naja, das ist eher so, lass mal. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich freuen über einen Daumen nach oben und ansonsten freue ich mich wie immer, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es heißt, zockt mal wieder mit Tomaniac. Macht's gut, Freunde!